Ein bisschen wie ein Chirurg. Du hast eine ruhige Hand, ich merke das schon. Ich bin mal ganz gespannt, wenn ich das jetzt gleich mal ausprobiere, ob das überhaupt gut funktioniert. Es ist Dienstagmorgen 10 Uhr. Das Segelboot war die halbe Nacht draußen auf der Ostsee und Fischer Jörn hat uns frischen Fisch mitgebracht. Hoffen wir zumindest. Grüß dich. Schön, dich zu sehen. So, Henrik, die sind für dich. Super. Was hast du denn heute Schönes? Voll? Ja. Flundern? Schönen Steinbutt sehe ich auch schon. Ja. Genau, wenn du hier von der Seite guckst, siehst du diese Steine. Frische Merkmal, fest im Fleisch, schön rote Kiemen, wenn du hier guckst. Oh ja, Jörn ist sozusagen der Fischer, der ihr alles beliefert. Steht ja sogar auf deiner Karte, genau. Frischer Fisch von Fischer Jörn. Cool. Und jetzt hast du bestellt? Schollen und Flundern hauptsächlich. Also die Menge kann man natürlich nicht genau bestimmen. Aber die Fischart, die kann man sehr gezielt fischen. Ne? Mhm. Wir haben hier entsprechende Netze. Dieses hier sind jetzt Buttnetze, die haben eine entsprechende Massenweite. Und alle Fische, die kleiner sind, die schlüpfen da durch. Diese umweltschonende Form der Fischerei. Besser und näher als das geht hier nicht. Frischer, kurze Transportwege, das ist das, was ich will, was ich unterstützen will. Und da habe ich mit Jörn den richtigen Mann gefunden. Okay. Nächste Woche die gleiche Menge? Ja. Perfekt, danke dir. Okay. Schöne Woche. Dann schlaf mal gut. Und danke für deinen Einsatz. Hat mich gefreut. Eine richtig coole Idee von dir, den Fisch zu grillen. Ich habe den Grill schon mal angemacht. Warten wir noch ein bisschen, können in der Zeit schon mal den Fisch vorbereiten und dann geht's gleich los. Was ist das Besondere an diesem Grill? Der sieht ja ein bisschen aus wie so ein Ei. Das ist ja so genau, ein Grill von Westfalia. Keramikgrill, der hat zwei Ringe, der hält die Hitze super, strahlt nicht so viel Hitze ab. Mit dem Deckel hat man so eine Backofenfunktion. Richtig gutes Ding. Also Backofenfunktion, das heißt, könntest du da sogar ein Brot drin backen oder so? Könnte man auch. Und da machen wir jetzt den Fisch, den wir von Jörn bekommen haben. Und den soll ich auseinandernehmen. Eine echte Herausforderung. Weil ich habe bis jetzt nur gekochten Fisch filetiert. Ich bin mal ganz gespannt, wenn ich das jetzt gleich mal ausprobiere, ob das überhaupt gut funktioniert. Aber ich schaue jetzt mal genau hin, wie du das machst. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Danke, danke. Wir haben uns zwei Flundern rausgesucht. Die sind momentan schön dick im Fleisch. Okay. Ich persönlich fange immer auf der hellen Seite an. Das ist einfach die einfachere Seite. Ja. Du siehst okay. Hier diese Linie. Und du siehst sie auch auf der dunklen Seite. Wir fangen jetzt hier an. Nimmst das Messer, ich habe Filetiermesser, das ist so ein bisschen elastisch in der Klinge. Und jetzt siehst du die Linie, fängst hier drauf an, längs zu schneiden. Einfach richtig tief, dass du merkst, genau, du bis zum Widerstand kommt. Bis auf oder? Die Geräten runter. Wenn du jetzt hier reinfühlst, merkst du so einen Höcker. Da wollen wir drauf längs schneiden. Schneidest du hier rein, kannst das Messer klappen. Und schneidest auf der Geräte lang. Dann ziehst du das so durch einmal. Genau, bis hinten zum Flossensaum. Hier ist dieser Höcker, von dem ich gesprochen habe. Ah, okay, genau. Hier siehst du auch wieder die Linie. Ja. Nicht so deutlich wie auf der hellen Seite. Ja, aber schon so, dass ich da genau entlang schneiden kann. Ein bisschen wie ein Chirurg. Ist quasi vorgezeichnet, wo wir längs schneiden. Du hast eine ruhige Hand, ich merke das schon. Das geht ja bei dir verhältnismäßig schnell, obwohl du es jetzt langsam machst, um es mir genau zu zeigen. Genau. So, und dann, jetzt wollen wir noch die Haut runternehmen. Am Schwanzende schneidest du ein. Kippst das Messer, dass du bis auf die Haut kommst. Und dann hältst du das Messer schräg und ziehst an der Haut. Okay. Das Messer bewegt sich nicht, wir ziehen nur an der Haut. Okay, jetzt dauert es nicht mehr lang, dann bin ich dran. Genau, die zweite Flunder ist für dich. Und dann sehen wir gleich, ob du gut aufgepasst hast. Also, ich habe mir gemerkt, Mutter Natur hat uns hier geholfen, dass wir hier den Strich sehen sozusagen, den Streifen sehen und da kann ich schon mal reinschneiden. Lieber langsamer beim ersten Mal und vorsichtig. Okay. Genau, schön an der Geräte lang schneiden. Schräg rein, so, ne? Bis auf die Geräte runter und dann kippen. Okay. Hätte noch ein Tick besser sein können, weil das, was du jetzt hier noch siehst. Okay. Das ist nicht viel, aber man hätte es noch essen können. Okay. Versuche ich beim zweiten Filet jetzt besser zu machen. Was habe ich jetzt hier falsch gemacht? Die hast du jetzt durch die Mittelgeräte geschnitten. Ah, geil. Wenn du hier rüber gehst, spürst du die hier. Oh ja. Und dann gehst du mit dem Messer von der Seite. Deswegen haben wir ein elastisches Messer. Vorsichtig darunter. Und kannst das so wegnehmen und bist dann wieder gerätenfrei. Ah ja.
Also mit dem Filet bin ich jetzt echt zufrieden. Das ist richtig gut geworden. Und wie bereiten wir das jetzt zu? Wir nehmen gleich nur ein bisschen Butter, schneiden jetzt ein paar frische Kräuter, die schmeißen wir rauf, vorne umklappen, dass du so ein enges Bündel hast, wenn man nicht jedes Mal einzeln schneiden möchte. Dann haben wir noch frischen Dill. Das vermengen wir jetzt hier einfach. Das machen wir da jetzt richtig satt und kräftig drüber. Toll. Jetzt nehmen wir Salz und Butter. Und stellen das Ganze auf den Grill. Während der Fisch brät, machen wir Gurkensalat. Genauer gesagt, wir wringen Gurken aus. Warum, das verraten wir in einem anderen Video. Oh ja, kommt tatsächlich. Zehn Minuten später, der Fisch von Fischer Jörn ist fertig. Oh, die Kräuter oben drauf sieht richtig schön aus. Dürfen wir das mal schön dekorieren? Ja. Einfach und schnell, wie du sagst. Das zweierlei Grün. Jetzt probieren wir mal. Dankeschön. Vielen Dank. Der ist ja so zart, da brauchen wir eigentlich gar kein Messer, ne? Und Gräten? Keine einzige. Schließlich von Profis filetiert. Mehr braucht man nicht. Mehr brauchen wir nicht. Wirklich nicht. Also viel Spaß beim Nachkochen und ich bin gespannt, wie es mit Filetieren klappt. Westfalia. Einfach machen.